Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8:34 Uhr. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Wir sehen heute Morgen, wir haben kein Gap im DAX. Wir sind bei 14,3 und 14,2 und wir nehmen jetzt erstmal die 14,3 als erste Big Number und ich messe mal die Trading Range. Wir sind bei 89 Punkte. Im Durchschnitt sind wir morgens bei um die Uhrzeit bei 25 Punkte. Das heißt, Volatilität vorbörslich schon gut gegeben. 14,3 sind wir und ich muss hier einmal nochmal mein Depot anpassen ein bisschen. Warum die Lot Size sich hier verändern, das hat was damit zu tun, dass die Equity sich auch verändert. Bei dem einen positiv, bei dem anderen negativ. Deswegen haben wir jetzt hier von 0,07 sind wir auf 0,09 die Positionsgröße. Bei den Blue Boxen werden wir gestern wahrscheinlich keine bekommen haben, die für uns relevant ist, weil es waren alles große. Ja, auch wenn die 56er hier sehr klein erscheint, ja, nach wie vor das Regelwerk, kleine Boxen, die kleiner sind als 30, trade ich auf dem Minutenchart. Und wenn die sogar kleiner sind als 20, werde ich mit einem etwas höheren Risiko fahren als normal. Ja, Big Number nochmal dreimal. Und wir gehen jetzt einmal kurz rein in die ganz plakativen Take Profits. Einmal die 50er Zone oben hin. Dann haben wir einmal die 50er Zone unten. Da sind wir jetzt. So. Und dann haben wir unten dann wieder als nächstes die Big Number und ganz wichtig der Daily Pivot. So, das sind die kleinen Marken, dadurch, dass wir keine Gaps auch haben. Ja, wo der Kurs denn vom Bereich 14,3 hinlaufen kann. Zusätzlich kommen die Vola-Boxen als Zielmarken noch hinzu und da bleiben wir auch direkt und gehen in die Vola-Boxen einmal rein. Forecast. Und schauen uns mal an, wo kommt die Vola-Box am Rhein? 13.852, das heißt, wir sind unter der 14.000er-Marke. Ja, und alle wissen, wenn diese angesteuert wird in den ersten 40 Minuten, dann werde ich sogar an einem Freitag ein erhöhtes Risiko eingehen. Aber ja, mal schauen. Es kann durchaus sein, dass auch eine andere Box sich noch dazwischen mogelt, aber ansonsten ist der Forecast 13.852. Und wir sehen gestern die Vola-Boxen hier im Chart. Ups. Abendstunden handeln wir nicht, aber hier, das ist auch eine Abendstunde gewesen. Hier sind wir nachmittags reingelaufen, dann rausgelaufen. Ja, hier sind wir reingelaufen, rausgelaufen und in der Morgen Session hier sind wir leider nicht in den Bereich reingekommen. Ihr seht hier, das waren alles Big Numbers. Ja, und hier war erst die Vola-Box ab der Mittagszeit, was wir auch letztendlich ja nicht nach Regelwerk traden. Sehr spezielle Zeiten. Und jetzt gehen wir einmal komplett rein und fangen heute an mit den Kryptos wieder von unten. Arbeiten wir uns hoch. Daily Ethereum. Da sind wir, ihr seht es im Chart. 4 Stunden Chart, Short, Chart, 1 Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long, 5 Minuten Short sehen wir hier. Und was interessant ist, die amerikanischen Märkte haben ja gestern Nachmittag gedreht. Mit den Drehung, diesen Turnaround, sind die Kryptos auch wieder mit nach oben gezogen. Also Ethereum, ja, leichte Erholung, aber noch nicht aus dem Bereich draußen. Das heißt, wir sind da immer noch Short. So, gehen wir weiter runter. Ich muss das mal von unten rauf machen. Bitcoin 38.000. Auch hier hatten wir gestern ja tiefere Kurse gehabt, zeitweise. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten eher Short. Aber wir sehen also da eher auch noch leichte Tendenz Short, weil die großen Zeitebenen für uns ja relevanter sind. Jetzt kommen wir zu dem Dow Jones. 33.000. Also schauen wir uns den mal an. Auf Daily. Short, aber wir bleiben mal 2 Sekunden stehen, weil diese Kerze, schaut euch mal die an,
Die sieht nicht nur magersüchtig aus, sondern das Ding hat komplett einmal gedreht. Ja. So, wir haben das Tief gestern gehabt bei 32,20 und dort oben, also Daily immer noch Short, aber 4 Stunden Short, Stunde noch Short, 30 Minuten Long, 15 Minuten Long und 5 Minuten plus minus 0. Ja, aber die Kerze habt ihr ja eben gesehen, die sieht schon sehr speziell aus. Gehen wir weiter hoch. S&P 500, Daily, ähnliche Kerze hier, nicht ganz so wie der S&P, aber wir sehen es hier auch, eine weiße und eigentlich ein bullisches Zeichen, wer nach Kerzenmuster Ausschau hält. So, Daily Long, 4 Stunden Short. Jetzt fangen wir an, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten. Ja, plus minus null. Jetzt gehen wir in die Technologiebörse Nasdaq. Auch hier die Umkehrkerze, aber immer noch Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 auch. Kommen wir zu Öl. Da gab es auch einen Rücksetzer. Ja, ihr seht es hier oben, gestern die 100er Marke runter. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Das ist immer noch sehr, sehr Long. Gucken wir mal Gold. Daily Long, aber auch hier sehen wir die Kerzen gestern. Ja, von hier oben dann wieder zurück. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde, Long, 30, Short, 15, Long und 5 auch. Und der letzte Markt ist der DAX. Daily sind wir Short. 4 Stunden sind wir Short. Stunde sind wir Short. 30 sind wir Short. 15 Long und 5 Minuten auch Long. Gut, das der kurze Einblick. Ersten Trade haben wir heute Morgen schon angesetzt, MTX mit der Swissbox. Und wir warten jetzt dann auf unsere Setups. So, erster Trade Big Number sind für Short. Erster Trade Big Number sind für Short. $14,207, das ging relativ fix. Und wir sind raus. Das war der Eröffnungstrade hier. 14.200 sind für Short und das der nächste Trade auch. Das heißt, wir sind einmal, ich nehme mal den Indikator hier rein. Dann seht ihr den Trade hier. Das war MTX und das war jetzt hier unser Eröffnungstrade. Ich verabschiede mich bei den YouTubern, wünsche denen allen ja, ein schönes Wochenende, erholsames Wochenende in diesen schwierigen Zeiten. Ja, wir haben jetzt die zweite Big Number platziert, 4207 zu 4192, wieder eine 15er Box und melde mich gleich nochmal. Ich hole noch schnell den Kaffee vor unserer Markteröffnung. Es ist 8:53 Uhr für die YouTuber, für unser Videotagebuch sage ich Adios, bis morgen. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken. Also habt Erbarmen mit mir, wünsche euch gute Trades, bleibt gesund.